Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Lara ist wieder auf dem Weg in ein neues Abenteuer. Wir haben in der letzten Folge auch das zweite Level, war es glaube ich, abgeschlossen. Und zücken erstmal direkt unsere Waffen. Weil wer weiß, was passieren wird. Ich sehe auf jeden Fall schon mal ein bisschen Wasser. Das heißt, Lara geht wieder schwimmen, oder wie sehe ich das jetzt? Muss ich denn da rein? Das sieht nach Strömung aus. Also ich wette, nach da hinten kann ich noch nicht. Wie schaut es denn hier vorne aus? Und ich freue mich wie ein Schnitzel heute wieder drauf, Tomb Raider mit euch, für euch zu spielen. Ich finde das klasse. So, wie gesagt, ich werde mich auch in nächster Zeit erstmal auf diese Retro-Sachen stürzen. Und ich freue mich auch außerdem, dass der zweite Rechter... Oh, das ist ein Wolf. Zwei Wolf. Zum Mitnehmen bitte. So. Dass der Zweitrechner, das wollte ich sagen, für den Dauer-Twitch-Stream steht. Was genau, wie genau das aussehen wird, das werdet ihr auch in der nächsten Zeit noch weiterhin erfahren, wenn ihr, sofern ihr natürlich dann auch unseren Twitch-Stream verfolgen werdet. Haha, ein bisschen Eigenwerbung, Werbung, Werbung, Werbung. Das ist das Wort, was ich suche. Ist doch immer gut, oder nicht? So. Also, der liegt schon wieder so krüppelig da, der Wolf. Was soll denn das? So richtig alle vier von sich... Oh, noch Wolf. Rückwärtssalto. Oh, und da haben wir ihn auch getötet. Sehr gut. So. Was erwartet uns denn hier hinten? Oder die gute Lara? Ja. Viel mehr hier gesagt und so, ne? Also. Links. Nichts. Rechts. Ein Weg. Mal dieser Weg. Wird kein leichter sein. Kommen wir da hoch? Ja, da kommen wir hoch. Sehr gut. Da ist bestimmt irgendein Secret-Geheimnis, wie auch immer. Ich möchte ja auch gerne ein bisschen was erkunden. Das machen ja Abenteurer so. Abenteuer-Archäologinnen. So. Oh, der Junge, der hat auf jeden Fall nicht überlebt. Hätte er mal ein bisschen was aus seiner Medizintasche hier genommen. Naja, was soll's. Dann ist sie wenigstens für uns noch da. So. Ist hier irgendwer? Hallo? Hallo? Ich bin nur ein armes... Oh, da sind Dinos. Oh nein, Dinos. Oh nein. Stirb doch. Du scheiß Dino. Oh, der brüllt uns an. Oh, da ist noch einer. Oh, spring, Lara. Spring. Wolle. Einer ist platt. Okay. Rückwärts, Alto. Jetzt rückwärts. Schieß. Tschüss! Oh, das ist auch... Oh, der... Pff, wie knapp das war. Der ist voll auf uns zugerannt gekommen. Und jetzt weiß ich auch, wieso hier die netten Menschen, unsere Archäologen-Vorfahren, auch alle tot sind. Der liegt bestimmt da dran. Wo geht's denn hier lang? Gucken wir zuerst mal hier hinten rein. Die waren jetzt auch gar nicht so schrecklich, die Velos. Aber wie cool sie einfach mal aufgetaucht sind, so nach dem Motto. Ach, da hätten wir hochgehen können, dann hätten wir vielleicht ein bisschen Schutz gehabt vor denen. Ach, guck mal, in der Brücke. Sieht doch schön alles hier aus. Und da seht ihr auch mal, ihr müsst jetzt bedenken, das Spiel ist, was haben wir jetzt, 2014, 96 ist es rausgekommen. Das heißt, es ist, wie gesagt, volljährig geworden. Also letzten Endes Jubiläum. Und dafür sieht es doch jetzt mal nicht so übel aus, oder? Das ist so ein richtiger Grafikkracher für die PlayStation 1. Ist meine ganz persönliche, coole Meinung. Dr. Retro sagt, Tomb Raider sieht im Jahre 2014 immer noch schön aus. So. Also. Da hinten rechts ist noch ein Durchgang. Oben die Brücke ist kaputt. Alles klar. Da. Was? Oh! T-Rex! Weg hier! Oh! Woher kommt der denn? So, wir sind mal. Oh, da ist er. Ah, nein, zurück. Bleib bitte weg. Da bebt sogar der ganze Boden. Ach du Scheiße, dem möchte ich gar nicht gegenübertreten. Und wieso leben hier Dinos? Und wieso wird uns das nicht erklärt, wieso hier Dinos leben? Was geht denn hier los? Oh, da hinten ist ein Velo. Du Velo, stirb. Stirb. Er ist tot. Okay. Und jetzt? Oh nein, da geht's wieder raus, ne? Och nö. Da draußen ist doch der große T-Rex. Ach, wenn mir jetzt nur ein T-Rex-Witz ein... Oh.
Hört ihr ihn? Achtet mal auf den Bildschirm. Ach, da ist er doch. Komm, wir gucken mal, ob wir ihn totschießen können. Ne, damit verjagen wir ihn nur. So ein Lappen, Alter. Nicht meiner Frau kann er standhalten. Und das soll einer der gefürchtetsten Jäger sein? Da sind die Velociraptoren aber schlimmer. Da ist er wieder. Schieß! Schieß, Lara! Schieß! Wenn ich jetzt nur wüsste, wohin, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Ach du Scheiße. Ich will da gar nicht runtergehen. Aber wir müssen. So. Have no fear. Wir schaffen das. Und dann gibt's Freibier. Komm, ich gehe direkt mal hier hoch. So. Ich möchte mich gar nicht so lange hier auf freier Ebene aufhalten. Oh. Oh. Oh, da brüllt er uns auch direkt an. Du Saftsack. Oh Gott, ich hab Schiss vor dem Teil. Da, komm. Friss Blei. Motherfucker. Motherfucker. Wo ist er hin? Ist er abgehauen? Mal gucken. Mal ein bisschen Luki-Luki machen. Hallo. Thomas, Thomas Rex, bist du noch da draußen? Ich glaube, der kommt wieder. Da ist er! Links! T-Rex! Komm her! Mach dich kalt! Kalt mache ich dich! Ne. Oh Gott! Oh Gott, Lara! Lara! Lauf! Lauf um dein Leben! Lara! Oh, meine Stimme wird gehört. Velociraptoren! Velociraptoren! Vorsicht! Stirb doch! Ich kann hier nicht bleiben! Oh nein! Oh nein! Spring! Spring! Wir brauchen Medikit. Auf jeden Fall brauchen wir das. Das brauchen wir, das ist cool. Oh, was ist hier los? Oh nein, die lassen uns da nicht hoch. Oh doch. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir brauchen noch Medi. Oh nein, ich möchte nicht sterben. Rückzug. Nein. Nein. Oh, wie fail. Oh ja, wir haben es auf die Treppe geschafft. Wir haben es gleich. Oh. Ich will... Nein, sie kommen! Medi! Medi! Sani! Geh drauf! Du auch! Stirb doch! Durchatmen. Oh, Halleluja, ey. Ich hab gedacht, das war's. Oh Gott. Oh, erstmal den Schweiß von der Stirn abwischen und dann geht's auch schon direkt weiter. Wir haben einen Speicherkristall. Ich glaube, den Speicherkristall, den sollten wir auch mal direkt benutzen. So, einmal dran, ne? Override Game. Wollen wir den jetzt schon benutzen? Weil das ist ja rar, ne? Ja komm, wir benutzen den. Na komm schon. Was soll denn der Geiz, ne? Was soll der Geiz? So, haben wir hier irgendwas drin? Ich wäre ein bisschen dankbar über ein paar Medikits. Muss ich ja ganz offen gestehen. Weil ich die ja gerade echt verplempert habe, weil ich da echt... ne? Ihr habt's ja gesehen, ist ja noch gar nicht so lange her. Eine Minute. Ich glaube da unten, ja da unten geht's lang. Aber zuerst will ich ein bisschen Luft schnappen. So, und jetzt los, Lara. Schwimme. Und hoffentlich werden wir dem Dino nie wieder begegnen. So. Hier haben wir noch Medi. Nein, das ist kein Medi. Was ist das? Ein Zahnrad. Heb es doch auf. Mädchen. Ein Zahnrad haben wir gefunden. Was macht das Zahnrad? Ich weiß es noch nicht. Und was ist das für eine Musik? Das war so ein... So. Geht's denn hier oben weiter? Ich möchte da nicht wieder raus. Jungs und Mädels, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich glaube, das wird unser Ende sein in dieser Folge. Wir werden so kläglich scheitern.
Scheiße, Dreck, ey. So ein Scheißendreck. Hört ihn? Kommt er? Geh da hoch. Mädchen, um Gottes Willen, geh da hoch. Los. Jawohl. Und er kommt noch nicht mal angetappelt. Doch jetzt, der Bildschirm wackelt. Da, es wird lauter. Er kommt. Irgendwo dackelt er rum. Wir sollten vielleicht erstmal gucken hier. Ehe wir uns da runterstürzen. So, da sollte nichts. Nein, da passiert auch nichts. Einmal umgedreht. Vielleicht ist da noch irgendwas auf der Treppe. Nein, natürlich nicht. Ich kenne ja mein Glück. So. Aber hier hinten ist noch ein Speicherkristall. Den müssen wir uns einmal merken. So, ich... Schaffen wir das? Das schaffen wir noch nie im Leben, oder? Guck mal, da steht er schon und wartet. Dieses Arschloch. Mann, bleib doch, wo du bist. Wie die Erde bebt, wenn er kommt, ne? Richtig pur Awesomeness. Nein, 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 nein. Nein, Lara. 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 Du schaffst es. Lara. 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 Go, Lara. Go, Lara. Go, Lara. Go, Lara. Go, 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 Lara. Schnell da hoch. Da hoch. Vielleicht... Oh, vielleicht sollten wir ja wirklich mal den Speicherpunkt da hinten benutzen. Schrei mich nicht an, T-Rex. Mann. Das ist nicht mehr witzig. Ich bin sensibel. Lara hat ihre Tage, ja? So. Damit hätten wir auch den dicke Brüste Frauenwitz abgehakt. So, weiter geht's. Ich glaube, ich speichere mal. So. Override Game, yes. Wir spielen übrigens, falls es euch noch nicht aufgefallen sollte, eine englische Version. Aber keine Sorge, es ist ein Original. Ich fahre nur immer ein bisschen ab auf Originalfassungen. Es ist so, ja, mein Tick. So. Oh, das schaffen wir doch schon wieder nicht. Scheißendreck. Ich glaube, da soll... Oh, wie er mich anschreit. Und wie er mich tutet. Du Arloch. Du bist doch so ein Arloch. Ich hasse dich und deine ganze Sippschaft. Mann, Mann, Mann. Nee. Ja, komm, dann müssen wir laden. Lord Game. Lord Game. Lord Game. Current Position. Also die aktuelle Position, die laden wir jetzt. Damit sind wir auch direkt wieder da vorne. Und es ist wirklich ein Glück, dass wir gespeichert haben. Sonst wären wir jetzt wieder ganz hinten gewesen. Das wäre auch nicht so toll gewesen. Dann hätten wir den ganzen Kackweg hier nochmal laufen müssen. Man sieht das aber auch so schlecht, wann man losspringen muss. Ah, jetzt, 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 jetzt. Hoch. Oh, da kommt er, da unten kommt er lang gerannt. Wie gut, dass er jetzt nicht gesprungen ist. Dann wäre ich so geendet, dann wäre das unser Ende gewesen, wie mit der Ziege in Jurassic Park. Ich weiß noch nicht mal, wofür diese Zahnräder gut sein sollen. Ich sammle sie einfach mal. Haben wir denn hier jetzt alle Zahnräder? Du T-Rex, Junge. Geh doch bitte zurück zu deiner Mama. Ich brauch dich nicht. Oh, wie alles bebt. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht nochmal sterben. Danke. Spring! Spring! Was machst du, T-Rex? Hauptsache, wie heftig der uns Energie abzieht, ne? Dieser kleine Drecksack. Ich verpiss mich. Geh weg. Geh. Oh, nein. Nein. Lara. Das wird doch schon wieder nix. Und wir sind tot. Er hat uns tot getrampelt. Ein schöner Kappschrei.
Nein. Lara, 18 Jahre bist du geworden. Süße 18. Und schon wurdest du von einem T-Rex getötet. Ich glaube, so möchte jede Archäologin, Abenteuerin sterben. Du lebst den Traum, Lara. Respekt und Robustheit dafür. Naja, Versuch Nummer 3. Aller guten Dinge sind 3. Jetzt müssen wir aber noch einmal wieder auf die andere Seite springen. Weil sonst, ne? Liebe Leute. Und das wird schon wieder nix. Ich könnte kotzen im Strahl. Ach Gott. Ja, wenn wir in dem Tempo weiterkommen, dann sind wir in Folge 200 auch mit dem Let's Play fertig. Und insgesamt 1000 Folgen, bis wir es da mal geschafft haben, insgesamt. Wenn ich jetzt nur wüsste, was ich mit den Zahnrädern veranstalten müsste, dann wäre ich schon mal ein ganzes Stück klüger. So. Komm, einmal Heps, Lara, ganz genau, das machst du wunderbar. Und Hepsa! Ja, das hat gut geklappt. Sehr schön. Jetzt komm hier hoch, schrei mich nicht an da unten übrigens. Schrei mich einfach bitte nicht an. Oh, jetzt kommen wir da nicht lang. So, doch. Wir mussten nur einmal ein kleines Schrittchen zur Seite gehen. So. Aha. Ist das ein Geheimgang hier übrigens? Man kann es ja mal probieren, ne? Aber da tut sich nichts. Scheint nur eine Texturschwäche zu sein. Gut, wir könnten uns jetzt natürlich auch hier einfach runterfallen lassen. Wo ist der Saftsack? Ist er hier in der Nähe? Wo ist er denn? Da ist er. Hau ab! Ich schieß dich tot! Geh weg! Kusch, kusch! Geh zurück nach Hause. Hau ab. Oh, haben wir ihn getötet? Ja! Lara 1. T-Rex 0. Lara, du bist gut. Ey, wie easy ist der denn jetzt umgefallen? Und ich lass mich hier 8-mal töten. Ich glaub das nicht. Komm jetzt runter hier. Jetzt können wir hier auch voll Chili-Vanilli einfach lang gehen. Du Saftsack, ich spring noch einmal drauf auf dich. Was nicht geht. Ja, haha, beiß doch. Schaffst du nicht, ne? Ha, du Sack. Ach, guck mal, wie cool das wegpackt immer. Zick. Hä? Woher kommt die Musik? Lebt er noch? Nein, er lebt nicht mehr. Nein, 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 nein. Ich glaube nicht, dass der noch lebt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nein. Aber wie gut. Wir haben ihn einfach mal eiskalt hier weggewämmt. Jetzt müsste ich nur noch einen Weg finden. Ey, was ist das jetzt? Hier schreit doch schon wieder irgendwas. Hallo? Da unten irgendwas? Nee. Irgendwas? Hört ihr das auch? Ach, so ein Scheißdreck. Weißt du, tötet man das eine Teil, kommt noch ein fetteres oder was? Ist das so ein Velociraptor? Komm, wir gehen mal einfach gucken. Wir sind ja neugierig. Wir haben ja unsere Wummen dabei. Dann passt das schon. Ach, guck mal, links der Baum, wie schön der backt. Ja, ja, das waren halt Plazy 1 Zeiten. Da waren Texturen noch nicht perfekt. Verlangt ja auch kein Mensch. Doch, ihr wahrscheinlich. Die Jüngeren von euch, die sind ja wahrscheinlich auch weniger mit Tomb Raider aufgewachsen als mit... Ja, was kam denn so in der 360-Ära alles? Ja, Call of Duty, klar, wahrscheinlich damit aufgewachsen. Halo... ja, God of War, sowas seid ihr wahrscheinlich aufgewachsen, oder? Womit seid ihr denn alle groß geworden eigentlich? Hätte ich mal echt Bock drauf, das zu wissen. Vielleicht kriegt man ja dadurch auch nochmal die ein oder andere Let's Play-Idee, ne? Was man da machen könnte für euch. Was quasi euer Retro ist. Das will ich gerne wissen.
Aber jetzt würde ich gerne noch lieber in diesem Moment wissen, was sie gerade geschrien hat. Was sie gerade so einen Terror gemacht hat. Hm. Wenn ich das mal wüsste, ne? Dann wäre ich schon um einige klüger. So. Ich guck nochmal hier hinten rein. Das sieht so wichtig aus. Vielleicht ist da ja irgendwas. Nope. Da ist auch nichts. Hier rechts, hier links ist auch nichts. Okay. Ja, wo geht's denn dann jetzt weiter für uns? Wo geht es weiter? Hm. Spannend, spannend, spannend. Rechts ist da noch irgendein Weg. Ich würde ja mal vermuten, dass wir zurück müssen. Wir haben jetzt hier zwei Zahnräder gelootet. Und die müssen wir bestimmt in irgendeine Mechanik einsetzen. Logisch. Weil ich glaube, so zum Vergnügen hebt sie nicht irgendwelche ollen Zahnräder auf. Da muss ja schon irgendwas hinterstecken. So. Ich gucke jetzt noch einmal hier rein. Vielleicht ist hier was in den Tümpel. Ach ja, guck mal. Hier geht's lang. Wie praktisch ist das denn? So. Einmal hier hochgeschwommen. Ja, und da haben wir direkt den ersten Johnny. Guck mal, wie er sich anschleicht. So, vielleicht sieht die mich ja nicht. Vielleicht sieht die mich ja nicht. Aber klar sehe ich dich, du kleiner Lappen. Lässt du mich dann aus dem Wasser raus oder bin ich dann direkt tot? Stirb! Die Motherfucker! Hahaha! Niemand besiegt Lara Croft. Weil sonst würde sie ja Lara Soft heißen und nicht Lara Croft. Und jetzt dürft ihr euch alle auf die Schenkel klopfen für diesen kleinen Gag. So. Was haben wir denn? Ich hätte vielleicht erstmal unten gucken sollen, ehe ich irgendwo hochkletter auf den Berg. Aber jetzt sieht nicht nach viel aus da hinten. Ah, wir gucken trotzdem mal. So, einmal nochmal runter. Dann hier runter. Und immer schön. Ja, eigentlich wollte ich gerade sagen, immer schön festhalten an der Kante, wenn die runterfällt. Nicht, dass sie irgendwelchen unnötigen Schaden nimmt, aber das hatte sich ja jetzt, glaube ich, gerade erledigt. So, keine Sorge, den Berg da hinten, den habe ich nicht vergessen. Da geht es noch hoch, wenn wir das noch können. Aber jetzt bin ich auch etwas verwirrt, was der richtige Weg ist. Können wir denn hier dann zurück? Ja, ich nehme an. So steil sieht das jetzt nie aus. Aber wo sind wir denn hier? Da ist der T-Rex. Machen wir nochmal eine Rolle. So. Und da ist nichts links in der Ecke. Ja, ich nehme an wirklich, dass wir da den Hügel hochklettern müssen. Ja, da ist auch nichts. Ja, wir müssen den Hügel da hochklettern. Da bin ich mir fast sicher. Aber auch nur fast, ne? Aber wo soll es denn sonst hingehen? Ich könnte auch mir vorstellen, dass wir noch ein drittes Zahnrad brauchen. Das ist so meine Vermutung jetzt aktuell. Weil zwei ist immer so, ne? Meistens ist es ja in den Spielen, sammle drei oder sammle fünf, ne? Und da oben sieht es auch schon danach aus, als ob da sowas liegen würde. Ja, sehr gut. Einmal X zum Aufheben. Gut machst du das. Hat voll die spitzen Brüste. Damit kann sie jemanden aufspießen mit ihren Brüsten. So, zack! Haha, so. Ja, und auf jeden Fall, wie es weitergehen wird, ob wir jemals diese Mechanik finden, für die wir diese Zahnräder brauchen, oder ob der Retro einfach mal in den Tod springen wird. Nein, das ist gerade nochmal gut gegangen. Das alles und noch viel mehr, das werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge von Tomb Raider sehen. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne mal oder uns viel mehr. Wir sind ja ein schönes gemeinsames Team. Machen alle Let's Plays für euch. Lasst uns auf jeden Fall gerne dann ein Like da oder auch ein Abo, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Ansonsten hören wir uns dann morgen wieder zur selben Uhrzeit zu Tomb Raider. Macht's gut, Leute!